Woran kann es liegen, dass ein Motor mal hochgeht? Quasi dann schon fast der Benutzer selbst schuld. Ja, das ist quasi. Also, das kann man jetzt sehen, wie man will, ne? Viele in Griechenland, weil die hatten quasi nur 96 Oktan oder 97 Oktan ja. Und haben dann teilweise auch den schlechten Sprit getankt und dann waren die Pleule krumm wie eine Banane. Und den Fall hatten wir auch schon teilweise mit Serienautos, also quasi Schlechtkraftstoff 95 Oktan mit wirklich mit Seriendatenstand. Ja. Ja. Das heißt, dann ist der Kunde relativ gut mit 1000 Euro dabei und hat dann die absolute Lebensversicherung für seinen Motor. Richtig, ja. Das ist natürlich immer gut, sowas, Stahlblech. Also sowas bieten wir auch jedem Kunden an und die Datenstände, die quasi für diese Schwachstellmotoren online sind, sind alle dann mit Stahlpleuel gekennzeichnet, wenn es in höhere Leistung geht und sind auch für normale Kunden gesperrt, da kommt keiner dran. Okay, jawohl. Ja, dann... Ja, das war's eigentlich auch schon erstmal da mit der Frage. Dann machen wir gleich mal weiter. Die nächste Frage wäre gewesen, gibt es Garantie bei euch? So, wir geben dem Kunde eine Rückprogrammiergarantie, wenn sein Datenstand auf irgendwelchem Wege gelöscht war, unter Vorbehaltung des Eigentumsnachweises. Das heißt, wenn der Kunde mit der Rechnung kommt von uns, dann bekommt er seinen Datenstand wieder kostenlos aufs EC aufgespielt. Oh, okay. Das ist die Garantie, die wir geben. Also, weiterhin, wenn der Kunde eine Fahrzeuggarantie möchte, dann kann er sie durch unseren Versicherungspartner, die NSA, als Garantieleistung kürzlich erwerben. Für die Fahrzeuge bis 5 Jahre ist das relativ günstig und die Versicherung übernimmt dann halt alle Schäden, die vom Tuning quasi erzeugt werden konnten, aber wir haben keine Schäden. Ja. Von daher kann der Kunde auch gerne die Versicherung kaufen und die Versicherung ist auch nicht böse auf uns, weil wir im Grunde genommen auch keine Schäden haben. Das ja, klar. Genau. Nochmal auf die erste Antwort von dir zurückzukommen, mit dem, dass dir das kostenlos quasi wieder zurückflasht auf die Standardwerte, falls das verloren geht. Kannst du da nochmal was näher dazu sagen? Also da braucht man nichts extra abschließen oder so bei euch, das ist automatisch mit drin dann. Das ist automatisch im Geschäftsmodell drin, weil nämlich die ganzen Steuern sind da quasi alle flashbar. Bedeutet, ja, genau. Wenn der Kunde jetzt auf dem EDS-Tuning fährt zum Opel-Händler, macht dann irgendwelche Geschichten mit seinen Rückleuchtern mit der hinteren Bremse, okay? Ja. Und dann kommt der Meister mit dem neuen Auszubildenden und sagt, ich zeig dir heute mal, wie ein Auto geflasht wird. Nehmen wir mal den da. Jawohl. Und dann ist das Tuning weg. Ja. Logischerweise. Ja. Dann bekommt der Kunde ist natürlich weg. Dann von uns sein Tuning auf dem günstigsten, für uns günstigsten Wege wieder aufgespielt. Sei es, wenn der Kunde dann bei uns war, bekommt er Leih-IPF. Ja. Den schicken wir ihm zu, damit kann er dann sein Auto einmal wieder überprogrammieren. Oder wenn es ein Auto war, wo quasi andere Wege dazu geführt haben, was wir an Tuning gemacht haben, dann kommt der Kunde zu uns, dann kann er sein Steuergeld schicken. Okay. Nicht schlecht. Und das machen wir jetzt schon seit knapp 20 Jahren so. Und das ist an für sich auch für den Kunde. Der Kunde möchte auch nicht unbedingt dreimal alles bezahlen müssen. Ja. Macht auch keinen Sinn. Keiner gern. Der Kunde hat aber bezahlt und das machen wir halt als Firmendienstleistung, damit quasi die Kunden auch dann in dem Fall, weil du hast das Problem, Kunden, die zufrieden sind, die schreiben quasi nicht viel im Internet. Ja. Du kannst tausende Kunden gemacht haben, die total zufrieden sind. Ja. Da liest du gar nichts von. Das stimmt, ja. Wenn irgendeiner, entweder du hast zu spät auf seine E-Mail
Das Ja, ist das ist leider so im Leben, ne? ja, aber gut, aber damit müssen wir leben und Damit muss man dann müssen leben, wir ja. versuchen, dass wir jeden Kunden irgendwie in Maxi oder minimaler Zeit zufriedenstellen. Bekommt man TÜV auf eure IPFs? Also es wäre dann quasi schon dabei oder wie kann man sich das vorstellen? Weil wir natürlich sehr viele Kunden haben, die auch in Moskau oder in Frankreich oder sonst wo sind, die interessiert kein deutsches TÜV-Gutachten. Ja, das ist schon klar, ja, Deshalb genau. haben wir die Preise fürs Gutachten rausgezogen, haben das Tuning günstiger gemacht und der Kunde, der das Gutachten haben will, muss es eben für eine Gebühr von 50 Euro bezahlen. Achso, das geht ja, aber 50 Euro finde ich jetzt nicht so dramatisch. Ja, das ist also quasi 50 Euro fürs Gutachten und die Gutachten waren teuer genug, die liefern TÜV Nord. Ja, das ist, kann ich mir vorstellen, ja. Und das letzte große Gutachten waren Opel GT ja. mit Software und großem Ladeaufkühler. Okay, wäre jetzt rein theoretisch die Software vom Astra J möglich? Wie weit kriegt man dann TÜV-Gutachten drauf? Aktuell haben wir das Problem, dass alle Euro ab Euro 5 ja. hat die EU, also das Europäische Parlament, hat quasi in einer Richtlinie erlassen, dass aktuelle Motoränderungen durch Software an irgendwelchen Softwareveränderungen nicht mehr TÜV-bar sind. Ach so, okay, wusste ich nicht. Okay. Und man okay. kann daraus keine ABE machen, die beim KBA hinterlegt wird. So okay. wie bei uns bis jetzt. Also man muss quasi wenn dann... Wenn das irgendwann mal abgestellt wird, bin ich der Erste, ja. der sofort TÜV-Gutachten macht. Ja, denke ich mir, damit ja. habe ich auch einen höheren Marktanteil und kann mich natürlich vor anderen Mitbewerbern abgrenzen. Ja. Positiv gesehen. Jawohl. Ja, dann muss quasi jeder eine Einzel-TÜV-Abnahme dann machen quasi. Also es wäre schon möglich quasi, ne? Das Aber es muss nicht, jeder eine Einzelabnahme machen. Ja, nee, das rentet sich ja fast. Damit ist es tot, quasi. Ja, das genau. ist vom Kunde nicht akzeptiert. Machen wir einfach speziell über ein Astra J was. Und zwar, da hätte ich eine Frage, wie weit kann man beim Astra J eigentlich gehen? Weil da gibt es ja sehr unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, der hält so viel aus, die anderen so. Kannst du da ein bisschen Klarheit reinbringen? Was ist möglich beim Astra mit der Serien, mit dem Serienbläuel und Serienkolben? Und wie weit kann man noch gehen? Okay. Das Auto haben wir in Ende 2012 gekauft und er hat mittlerweile knappe 65.000 Kilometer mit Tuning gefahren. Okay. So, da an dem Auto wurde alles entwickelt, die Phase 1, kam mit 20.000 Kilometer, kam der Ladeaufkühler dazu. Da haben wir relativ schnell gesehen, wo bei Kolben Pleuel die Grenze liegt und haben quasi dann so im ersten Schritt ab 350 PS haben wir bei den Kunden die Pleuel ausgetauscht. Okay. Quasi also in der nächsten Stufe dann quasi mit ab 350 PS mit Serienkolben, aber mit Stahlpleuel gefahren. Okay. Haben das Ganze hochgedreht bis auf 430 PS. Ja. Sind damit über 20.000 gefahren, ohne Probleme. Okay. Und sind von dann auch weiter nur, haben wir schrittweise die Leistung angehoben, bis uns eben dann die Kolben am Vorstich gebrochen sind. Ja. Das war dann so bei 450 PS. Das heißt, wir wissen ganz genau, wo der Ende ist. Aus dem Grunde haben wir gesagt, okay, pass auf, da bleiben wir beim Endkunde, bleiben wir mit Originalkolben bei unter 400 PS, da sind wir auf der sicheren Seite. Richtig. Aber mal ehrlich, wenn ich den Motor aufmache und schon die Pleuel wechsle, ja, dann nehme ich noch die Kolben Euro in die Hand und mache da hochfeste Schmiedekolben rein und dann habe ich bis 500, 600 PS Ruhe. Ne? Richtig, ja. Weil quasi der Gesamtaufwand, die Pleuel bei dem Motor zu wechseln, ist riesig und dann mache ich da neue Kolben rein, fertig. Das war so quasi... mit quasi Serienkolben, Serienpleuel nicht mehr wie 350, absolute Grenze. Ja. Also ich habe ja mal gehört, dass beim Astra J soll ja die Beschichtung, die drauf ist, die soll sehr gut sein. Das, also diese Motorbeschichtung. Kannst du dazu was sagen? An welcher Stelle denn bitte? Ja, zwischen Kolben und der Kolbenwand quasi vom Motor. Also auf dieser Motor ist ein Vollalu-Motor und hat dann quasi Laufbüchsen ja. mit eingegossen. Okay, ja. Und das ist ein normaler Reihpartner wie Stahl, das ist Stahlbüchse. Ja. Und quasi der Vorteil hier ist dadurch, dass quasi die eingegossene Büchse ist deutlich stabiler und mehr von dem restlichen Aluminium umschlossen.
wie so ein alter Gussblock, wo schon mal der Guss platzt. Ja. Also das hat schon mal auf jeden Fall, ist also der Laufpartner vom Kolben ist hier deutlich stabiler wie bei einem reinen Gussmotor. Okay, jawohl. Ja, dann haben wir ja quasi die eine Frage schon beantwortet. Also du sagst jetzt mit Serienkolben und Serienbläuel ist diese Phase 2 ohne Probleme möglich? Ohne Probleme. Mit Ladungskühler und Abgasanlage, an Abgasteil kommen wir so oft, die meisten Autos liegen bei 3,35, 3,40 und wir sagen über 3,50 jetzt. Okay. 500 Newtonmeter absolute Grenze und 3,50 absolute Grenze für Serienbauteile. Okay, und ab danach sollte man Bläuel und Kolben machen und dann ist quasi hier... Fast schon. 500 aufwärts. Jawohl. Das klingt gut. Ja, machen wir die nächste Frage. Was bietet ihr noch an für den Astra J? Aktuell sind viele Geschäftsführerfahrzeuge im Astra J-Bereich, die auch dann sportlich bewegt werden sollen. Ja. Da bieten wir dann dieses Phase 5-Kit, bedeutet ein Turbolader EFR 163, der kann bis über 550 PS bei super Ansprechverhalten, besser wie Serie. Okay, hätte ich nicht gedacht. Unser Ladungskühlersystem, was Plug and Play, wie du kennst, quasi den Ladungskühler ersetzt. Ja. Dazu eine Abgasanlage mit Downpipe und irgendwas mit 3 Zoll bis hin zum Endpot. Ja. Dazu 100 mm Intake, was wir jetzt damit Regal gemacht haben. Das heißt, der Motor muss vorne auf der anderen Seite entdrosselt werden. Okay. Und dann haben wir unsere Kolben, unsere Bläule fertig, 500 PS. Kannst den Bausatz verschicken, haben wir einen sogar verschickt, ich meine jetzt auf die französischen Antillen. Okay, krass. Und die bauen das durch dazu. Also ihr seid jetzt quasi schon wirklich so weit, dass ihr alle Bauteile habt, um 500 PS zu fahren. Ihr könnt es quasi fertig verpacken, verschicken. PS schon 15.000 Kilometer auf der Straße. Sauber, okay. Gut, hätte ich und nicht gedacht. Und haben wir schon mittlerweile 5 oder 6 Autos laufen, überall, weltweit. Wie ist es da mit der Traktion mäßig? Hast du da Erfahrungen? Das Auto hat serienmäßig eine richtig gute Traktion, was quasi über die Sperre. Ja, richtig. Und also quasi das zwar, klar, dass im ersten Gang die Räder drehen, ist ja, so gut, passiert auch im Heckantrieb. Aber es ist sehr gut handelbar, zumal man der Turbolader sehr, sehr früh anspricht und man da wirklich eine super kontrollierbare Leistung hat. Also es ist okay. Auch nicht nur im quasi statischen Bereich, heißt Fuß auf Gas und ja. Dann laufen lassen, sondern auch in der Dynamik. Ich kann den Lader mit meinem rechten Gasfuß, kann ich den Lader so sauber quasi auf Halblast fahren oder 3/4 und der reagiert so spontan. Okay. Das Ding fühlt sich an wie ein ganz dicker Saugmotor. Also richtig schön. Hätte ich nicht gedacht, weil eigentlich ist es so, umso größer der Lader, umso später kommt er, ne? Nee, leider, also Gott sei Dank nicht. Also wir liegen jetzt quasi, wo man den Punkt quasi mit einmal Ladung sieht, wir liegen hier so bei 200.000 Drehungen bei einmal Ladung, bei dem Ding-Lader. Okay, nicht schlecht, hört sich gut an. Also der Turbolader, dieser EFR-Lader, ist richtig geiles Ding, hat keramische Kugellagerung, ultraleichte Laufzeug, ultraleichter Verdichter. Okay. Und sehr effizient, also von daher Top-Material, kann ich nur jedem empfehlen. Was kostet der bei euch? Ich meine 2,5 plus ein Teil. Okay. Dann möchte ich gleich mal noch auf den Ladeluftkühler von euch. Ich habe den ja schon eingebaut. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, zu dem Ladeluftkühler? Woher der kommt? Um wie viel Grad kühlt der besser als der andere? Und wie ist die Luftmenge größer? Kannst du da ein bisschen was sagen dazu? Ja, beim Astra J beziehen sind zum Beispiel die ganzen Abgangsrohre aus dem Formplastik gemacht und da wollten wir ungern irgendwas bauen, wo wir anfangen müssen mit Silikonschläuchen und mit irgendwelchen anderen Gefrickwerk, gerade weil wir das erstmal im ersten noch kein TÜV-Gutachten hatten, sind solche Silikoneinbauten immer sofort bei der Polizei sichtbar. Stimmt, okay? Genau. Das heißt also, Kundenakzeptanz ist schlecht. Was wir gemerkt haben, dass also quasi der Ladeluftkühler in der Serie entstammt quasi dem Diesel. Okay. Das ist ein A20 DTH Diesel-Ladeluftkühler, der ist zwar rein höher, das hilft aber auch nicht weiter, weil der hat leiderweise folgende Probleme. Nummer 1, er ist sehr leicht und kühlt schlecht. Und Nummer 2, die Anströmung ist relativ schlecht gelöst, weil er so schmal ist. Ja. Man musste quasi aus dem großen, breiten Rohranschluss auf einen schmalen, langen Kühler gehen. Das ist strömungstechnisch nicht gut und dadurch sorgt der Kühler für einen relativ hohen Gegendruck im System. Bedeutet, wenn der Turbolader 1,3 bar Druck aufbaut, dann liegen am Kühlereingang 1,3 bar an, am Kühlerausgang noch 1 bar, weil die 0,3 bar am Kühler verloren gehen. Okay. Das ist natürlich dann sehr hoch. Ja, allerdings. Die Kühlleistung ist ja auch noch schlecht, wenn ich zum Beispiel bei normaler Fahrt 20 Grad Außentemperatur, dann lag ich irgendwo so zwischen 70
Ja. Das ist für den Motor Heißluft, als wenn man sich einen Föhn ins Gesicht hält. Das mag der Motor nicht. Ja. Und deshalb muss der Motor in dem Moment die heiße Ladeluft mit extra Kraftstoff kühlen. Deshalb kommen die relativ früh in die Anreicherung. Okay. Und deshalb saufen die Motoren auch wie wild. Okay. Also ein JOPC mit unserem Ladeluftkühler neigt dazu, deutlich weniger Kraftstoff zu brauchen wie in der Serie, Ja, das habe ich weil schon viel gemerkt bei weniger mir. Kraftstoff vom Motorsteuergerät zur Kühlung der Ladeluft gebraucht wird. Das habe ich schon gemerkt, das ist nicht viel weniger, das ist jetzt, aber es ist schon weniger. Also ich habe zuvor, ich fahre ja schon ein bisschen Was zügig. natürlich alles komplett auf das Fahrprofil des Kunden natürlich Ja, schon klar. Also ankommt, aber ne, dass er, wenn jemand fährt wie die Oma Else, die nur zum Kindergarten fährt, Ja. der merkt aber nichts und der nur Vollgas fährt, der merkt aber auch nichts. Nee, also ich habe persönlich, habe ich so 1 Liter, habe ich gemerkt. Auch auf der Uhr stand es immer, ich habe vorher fast immer 13 Liter verbraucht, mittlerweile sind es so zwischen 11 und 12. Ja. Genau. Gerade wenn es ein bisschen wärmer wird, dann ist das sofort eklatant merkbar. So, pass Richtig. auf, unser Ladeluftkühler war eine Kooperationsentwicklung, die wir mit HG Motorsport gemacht haben, weil HG ist ein langjähriger alter Freund und Lieferant von uns. Ja, die sind ja auch sehr Und bekannt, ja. wir haben damals so überlegt, pass mal auf, wir müssen irgendwas bauen, was wir quasi mit Originalanschlüssen machen. Und da ist dann quasi die Entwicklung mit HG durchlaufen. Die sind Spezialist in Sachen diverser Ladeluftkühlernetze, haben wir zig Netze probiert, zig Netze getestet. Eingebaut, ausgebaut am eigenen Auto. Ich glaube, da hätten wir schon am liebsten Flügelmuttern an die Stoßstange dran machen sollen, weil da hätte man das Ganze nicht sparen können beim anderen Ausbauen. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, wie oft, bestimmt 20 verschiedene Dinger, bis dann so das Optimum. Weil das Problem ist, die Kühler sind beide unten angeschlossen und dann dass man einen Genau. Kühler noch vom Kasten konstruiert, der wirklich die volle Höhe vom Ladekühler noch anströmt. Ja, genau, dass man quasi das ganze Feld quasi einströmt mit Das Luft, war auf jeden ne? Fall ein Riesenaufwand, das Ding Ja. da zu entwickeln. Und das hat sich aber gelohnt, weil der Ladeluftkühler, den können wir jetzt verbauen, auch in den Dieselmotor, auch in den Signia OPC. Den kann ich quasi in alle 2 Liter Benziner und Turbos und auch in den OPC Signia einbauen. Mit Okay. den nötigen Halterwerten jetzt. Ne? Ja, klar, Schüler. Ja, es gibt ja diesen einen Ladeluftkühler von der Firma F. Ich möchte jetzt den Namen nicht weiter aussprechen hier in dem Video. Das soll ja nicht so gut sein. Obenrum soll er Mods an Leistung verlieren. Das soll der von HG, also von euch quasi, deutlich besser sein. Also, das ist eigentlich mit einer der besten für den Astra J. So wie ich Das mag das. damit zusammenhängen, dass wir am eigenen Auto getestet haben, wie die wild und haben da Ja. 20 Dinger. Und das andere System, was ich aus England kenne, die haben einfach ein Netz Y genommen, haben das dann zusammengenagelt und verkauft. Ja, okay, ist natürlich Da nichts, war ne? natürlich die Testerei da auch relativ dürftig dahinter. Und das Ja, ist dann das Problem. Wenn ist man klar. nicht testet, einfach nur was groß zusammenschmeißen oder auf den Markt schmeißen, das ist nicht immer gut. Das funktioniert nicht immer. Tankentechnisch, wir haben es schon mal angesprochen mit dem Oktan. Ja, also 95, 98, 100, 102. Kannst du da mal so ganz grob was erzählen, wenn du da was drüber weißt, was da der Unterschied ist? Natürlich, natürlich, na klar. Und zwar Weil das ist Kraftstoffe ja. gehören auch mit zu unserem Metier. Ich habe gerade bei HJS für den Motorsport viel gemacht, da waren natürlich auch Kraftstoffproben dabei und Leistungsempfehlungen und so weiter. Wir bei uns haben festgestellt, dass quasi jetzt von einer Firma, wenn man die nennen darf, sagen wir mal Ultimate 102 von Aral, Ja. ist quasi von den Kosten her und von der Leistung, von der stabilen Leistung her, hat sich bei unseren Motoren so als Optimum rauskristallisiert. Okay. Es gibt Kraftstoffe mit etwas weniger Oktan, die viel teurer sind, Ja. wo zwar auch Leistung gut gebracht wird, aber die einfach nur viel teurer sind. Ne? Ja, richtig, ja. Das sind reine Kostenrelationen. 98 Oktan sollte man von einer Markentankstelle tanken. 95 Oktan ist quasi bei den heutigen Motoren fast schon Perlen vor die Säue werfen, weil die Motoren damit anfangen zu klingeln, nehmen Leistung weg, nehmen die Zündung weg und müssen anreichern zum Kühlen. Ja. Und das ist meist, wenn man also quasi, man vergleicht, in der Familie haben wir einen Astra Coupé, einen 2-2er, hochverdichteter Saugmotor, Ja. mit 95 Oktan im normalen Fahrbetriebsstraße, ne, fuhr das Auto mit dem Tank voll 350 Kilometer. Ja. Ende. Okay. Mit 102 Oktan und optimiertem Ladestand fährt das Ding 550 Kilometer. Okay, das ist schon ein deutlicher Unterschied, Das ne? ist Wahnsinn, was das ausmacht. Also das muss man aber, wie gesagt, immer auf den Motor bezogen. Also Turbomotoren reagieren da allgemein immer besser drauf und auch hochverdichtete Saugmotoren. Okay. Ja, und das muss jeder Kunde einfach mal in seinem Fahrprofil testen. Und wenn er nur alleine 50 Kilometer mehr Reichweite hat, dann hat er am Monatsende Geld verdient. Er hat mehr Geld im Portemonnaie. Ja, Weil klar. die 50 Kilometer mehr Reichweite machen die passierende Tanke auf jeden Fall wett plus Gewinne.
Ja, und es ist motorschonender. Und also es bedeutet quasi, der Sprit wird wesentlich effizienter verbraucht als, also umso. Genau, so wollte ich sagen. Genau, es ist halt, umso höher die Oktanzahl, umso. Genau. Na gut, also, dann möchte ich mich mal bedanken dafür, dass es so spontan geklappt hat. Wir sind da quasi schon am Ende angekommen. Einiges. Also, wenn es. Wollte ich gerade sagen, ja. Und ich meine. Dankeschön. Jawohl. Ciao, tschüss. Puh, war ein langes Telefonat und das war es jetzt eigentlich auch. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag oder Abend oder was weiß ich, wann ihr das Video anguckt und es folgen weitere Videos. Solltet ihr noch Fragen haben, irgendwas, egal was, ihr könnt es unter das Video posten oder ich mache mal die Kontaktdaten, hier verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Schreibt ihn einfach an. Ansonsten war's das. Dann viel Spaß noch und ciao.